Hallo liebe Leute, vorhin habe ich zufällig eine Nazi-Doku gesehen. Ein Tag in Auschwitz. Ich habe sie zufällig beim Abendessen gesehen. Sofort gingen mir ein paar Gedanken durch den Kopf. Das ZDF, es lief auf ZDF Info, das ZDF sendet es, um die Nazi-Propaganda gegen die AfD hochzuhalten. Um die Leute zu sagen, ja, hier ist der Nationalsozialismus, seht her, Höcke, Thüringen, die Nazis sind ganz schlimm. Und wir sind die Guten, wir zeigen, dass wir keine Nazis sind, wir halten die Bewältigungskultur aufrecht, wir sind die Guten. Tatsächlich war es wahrscheinlich vom ZDF propagandistisch gemeint. Aber diese Doku war eine wirklich gute Doku. Diese neueren Dokus über den Nationalsozialismus sind besser als die alten Dokus, weil sie plastischer sind, konkreter. Hier in dieser Doku wurde beschrieben, wie die Häftlinge ankamen, wie sie in die Gaskammern geführt wurden. Es wurde alles gezeigt, die Umkleidekabinen mit den Nummern. Dann wurde den Leuten erzählt, sie müssen sich die Nummer merken. Und dann kamen sie in das Gas und dann wurde gezeigt, die Duschköpfe, die Pseudo-Duschköpfe und dann diese Schächte, wo das Gas eingeleitet wurde. Also da war dieser Raum zu sehen und da wurde also auch beschrieben, wie das für die Leute war. Und dann wurde also beschrieben, wie die Leute aussortiert werden und so weiter und so fort. Was ich damit sagen will oder warum ich das erzähle, die Leute wurden behandelt wie Ungeziefer. Oder sie wurden als Ungeziefer abgestempelt und dadurch, dass man das so plastisch sieht, ist klar, diese Leute wussten alles, es sind natürlich ganz normale Menschen. Und was ich schon sowieso gewusst habe, vorher schon, das wurde mir noch umso deutlicher. Das ist alles fake. Die Nazis, es ist alles fake. Sie wussten, dass die Juden, dass es Menschen sind. Und dass diese Ideologie, dass sie selbst nicht daran glaubten, sondern dass es eine Entschuldigung ist für ein Kollektivverbrechen. Und was mir jetzt aufgefallen ist, in Thüringen, bei diesem Einspieler, der ging mir dann durch den Kopf mit Kubicki, mit dieser grünen Frau. Indirekt machen die anderen jetzt genau das Gleiche. Sie behandeln die AfD oder würdigen sie herab zu Ungeziefer. Das sind demokratisch gewählte Abgeordnete und mit denen redet man überhaupt nicht. Die meidet man wie die Pest. Als wären es die allerschlimmsten Menschen, als wären es gar keine Menschen. Die AfD distanziert sich vom Nationalsozialismus. Höcke hat sich entschuldigt, distanziert, richtig gestellt. Die anderen wollen die AfDler als Nazis sehen. Sie wollen, dass sie Ungeziefer sind. Und warum will man sowas? Warum will man jemanden als Nazi sehen? Und dann kann man sagen, okay, das sind irgendwelche machtpolitischen Gründe. Die wollen die AfD loswerden, ist ja logisch, es kostet die CDU Stimmen. Aber dann gibt es auch so viele Stimmen, die haben davon gar nichts. Die sind schon in Rente, zum Beispiel so ein Gerhard Baum oder eine Marina Weißband, die mir jetzt gerade extrem negativ aufgefallen sind. Was haben die davon? Und das ist meiner Meinung nach eine mörderische Absicht. Diese Leute haben das Gefühl, sie gewinnen, wenn andere verlieren. Das ist wie, wenn sie einen Karriereschritt machen. Es war ja auch so, die Nazis, die haben ja durch die KZs keinen Gewinn gemacht. Das kam auch in der Doku. Die haben dadurch auch Verlust gemacht. Und es war ihnen aber so wichtig, war ihnen wichtiger als die Ostfront. Eigentlich dieser ganze Krieg wurde nur aufgebaut, um das machen zu können. Das war das eigentlich, worum es geht. Diese Leute, die Menschen, die haben das Gefühl, sie gewinnen, wenn andere sterben. Ich habe irgendwann mal so ein Interview mit so einem brasilianischen Massenmörder, irgendwie habe ich das mal gelesen, der sagte, der beste Moment für ihn war, wenn das Kind gestorben ist, dieser Moment. Das war für ihn der beste Moment. Und glaube ich, so diese ganzen Nazis, wenn wieder 1000 gestorben sind, dann wieder, yeah, wieder sind, haben wir gewonnen, wieder sind es weniger, wieder sagen, wenn die weg sind, dann bleiben wir übrig, dann sind, das ist eben Evolution. Erfolgreiche Evolution, die anderen sind weg, die eigenen Gene bleiben übrig. Das ist erfolgreich. Daran zu sehen, dass es Menschen immer wieder machen.
nicht nur vor 80 Jahren, das war kein bedauerlicher Einzelfall. Das war jetzt ja in Jugoslawien, wie die sich umgebracht haben, oder in Afrika. Das sind ja alles schreckliche Massenmorde. Natürlich mit den industriellen Mitteln der Nazis. Die Macht, die sie hatten, da waren es besonders viele Leute, aber das passiert ja überall. Und jetzt soll uns eingetrichtert werden, ja, das ist ja nur, die Menschen sind eigentlich lieb und so weiter. Die größte List des Teufels ist es, den Menschen glauben zu machen, ihn gibt es nicht. Und ich habe dann irgendwie so dieses Gefühl im Kopf, auch wenn jetzt diese ganzen, wenn Helmut Seifen, der eine super Rede gehalten hat, wenn er von DDR-Verhältnissen spricht oder wenn überhaupt die ganzen AfDler von DDR sprechen, dann untertreiben sie noch maßlos. Die DDR, das war ja irgendwie so ein bisschen so Machterhaltung auch irgendwo, so ein bisschen so defensiv. Wir müssen die anderen rausdrängen, weil um unser System zu erhalten. Aber hier geht es ja gar nicht um was zu erhalten, sondern diese Leute, die wollen ja was umstürzen. Ohne Not machen sie ja die AfD so schlecht, auch Leute, die AfD-Anhänger. Und das Interessante, oder nicht nur die AfD, vordergründig nur die AfD, sondern natürlich auch die Werteunion. Das Interessante ist ja, dass die Leute selektiert werden. Also die Leute, die Rückgrat haben, die haben sich jetzt ja in den vergangenen 10 Jahren zu erkennen gegeben bei den verschiedensten Themen. Und die wollten da nicht mitmachen, so wie es die anderen machen. Weil sie es eben gesehen haben, dass das nicht in Ordnung ist. Dadurch haben sie sich erkennbar gemacht. Und sind natürlich aus den anderen Parteien raus und sind in die AfD rein zum Beispiel. Und dadurch haben sie sich selektiert, dadurch sind sie erkennbar geworden. Und aus irgendeinem Grund wollen diese Leute, glaube ich, genau die Leute umbringen oder vernichten, zerstören, wie auch immer man das jetzt, wie der genaue Plan ist, die Rückgrat haben. Irgendwie ist es ein Krieg gut gegen böse. Warum auch immer, das ist... Dieses Gut und Böse, das erscheint irgendwie so märchenhaft, aber da ist, glaube ich, irgendwie viel dahinter. Wenn man jetzt mal die Juden betrachtet im Dritten Reich, ich glaube, die Juden, das waren so die Religion, die so am friedlichsten war im Vergleich. Ich kenne mich da jetzt noch nicht so gut aus, aber die Juden, es ist mir jetzt nicht bekannt, dass die jetzt irgendwelche Eroberungskriege gemacht haben wie die Moslems. Überhaupt nicht. Das Christentum ist ja an sich auch friedlich. Wobei das Alte Testament nicht nur friedlich ist, wobei Judentum und Christentum teilen sich ja das Alte Testament. Wie auch immer. Jetzt auch diese Bevorzugung des Islams, auch wie diese Sachen unter den Teppich gekehrt werden, die ja auch so Nazi-Parallelen haben, diese ganzen Koranpassagen. Ich bringe sie ja in jedem Video, weil ich sie so wichtig finde, und ich bringe sie auch jetzt hier wieder, ich blende sie wieder ein. Diese ganzen Koranpassagen, das passt auch so gut zum Nationalsozialismus. Die Ungläubigen, das sind so die Mordopfer, dass man wieder so eine Gruppe selektieren kann und umbringen kann. Das hat alles irgendwie so Ähnlichkeit, und dass man auch vor nichts zurückschreckt. Auch, dass man diese Skrupellosigkeit. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, diese ganzen Rückgratleute, ich habe dann irgendwie so ein Bild, wie so diese Leute, die merken gar nicht, wie schlimm diese Grünen sind und diese ganzen Leute. Die haben da sozusagen schon die Gaskammer vorbereitet und die ganzen AfD-Leute laufen rein, so ein bisschen. So dieses Bild ist jetzt bei mir entstanden, als ich diese Doku gesehen habe. Es ist wirklich, denke ich, sehr schlimm. Man kann die Gefahr gar nicht untertreiben. Also, man muss hier schon sich gucken, dass man eine Alternative hat und hier ausreisen muss, mittelfristig. Da sollten wir uns alle schon Gedanken machen. Klingt irgendwie verrückt. Das ist ja auch diese Propaganda. Ist ja alles nicht so. Das ist ja auch dieser Trick, dieses Lähmende. Und auch, dass dieser Nazi-Vorwurf so verbraucht ist, weil sie ihn ja andauernd einsetzen. Dadurch wirkt der Vorwurf so verbraucht. Dadurch will man das gar nicht sagen. Dieses Lähmende, das ist alles... Diese Hetze, diese Propaganda, die wirkt auch bei uns, indem sie uns lähmt. Dem muss man sich auch immer bewusst sein. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Macht's gut.